Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu diesem Video. Und zwar muss ich diese Tonspur nachaufnehmen, weil irgendwie vorhin der Ton nicht aufgenommen hat, keine Ahnung. Ihr werdet jetzt im Hintergrund ein bisschen Star Stable leveln und so sehen. Genau. Und heute geht es um den Club, beziehungsweise die Frage, was jetzt los ist mit den Everwind Lions, warum ich Server gewechselt habe. Genau. Und zwar gleich mal der erste Grund, der Serverwechsel hat stattgefunden eben wegen dem Club, weil der ganze Club gewechselt ist auf einem anderen Server. Ja, und zwar sind wir jetzt auf Server 9, Raindrop Rose, mir ist gerade der Name kurz nicht eingefallen, I don't know. Genau, also ich werde jetzt länger auf den Server bleiben, Server 8 irgendwie sind da nur Kinder, die dich beleidigen wegen irgendeiner Scheiße, deswegen... Weiß nicht, es ist sowieso nur mehr zum Kleinkinderspiel. Immer spammen, sich gegenseitig beleidigen. Wird anscheinend gerade zum Trend. Genau. War schon immer Trend. Ist wieder Trend in SSO. Keine Ahnung warum, aber gut. Sind alles halt hobbylose Kinder. Und auf jeden Fall bin ich halt jetzt auf Server 9. Und wenn ich streame, bin ich auch auf Server 9. Und der Club, es ist jetzt so, dass der Club nicht mehr Everwind Lions heißt. Sondern der Club heißt anders. Und übrigens das Outfit, das ich anhabe, das T-Shirt und so, also das Outfit vom Reiter ist unser Dressur-Club-Outfit. Und das Club-Outfit vom Pferd, also das hat der Friese gerade oben, weil wir mit den Friesen immer Dressur machen. Ja, genau. Also der Club heißt eben nicht mehr Everwind Lions. Wir wollten die schlechten Gedanken löschen. Und also der Club heißt eben nicht mehr Everwind Lions. Wir wollten die schlechten Gedanken löschen und Say what? Sie durch schöne ersetzen, aber das war halt irgendwie nicht möglich, wenn wir noch diesen alten Namen getragen haben. Und die heißen jetzt The Circus Nation. Ich weiß, es ist ein dreistelliger Name. Und ich will damit nur sagen, hey, es ist okay, einen dreistelligen Namen zu haben. Der Clubname ist nicht dafür entscheidend, wie der Club ist, sondern entscheidend ist, ob die Mitglieder aktiv sind, nett sind, höflich sind, die Treue, also dass die Mitglieder nicht gleich wieder verlassen. Einfach der Zusammenhalt untereinander. Der Name spielt da eigentlich überhaupt keine Rolle. Und wir haben jetzt auch heute unser erstes CT und ihr könnt euch auch bewerben für den Club, aber die Homepage ist noch nicht ganz fertig. Ich habe heute angefangen damit, sie ist aber noch nicht hundertprozentig fertig. Sie wird dann wahrscheinlich morgen fertig sein. Ich werde dann in den Community-Tab einen Link zur Homepage posten. Und was ich dazu sagen will, ich will nicht in den Bewerbungen sehen, dass jemand sich bewirbt, nur weil ich YouTube mache. Also es darf kein Wort mit YouTube sein in der Bewerbung, damit ihr angenommen werdet. Das ist eine Voraussetzung. Und ihr solltet Discord haben und Discord sollte bei euch gut funktionieren, sodass ihr mich gut verstehen könnt bei Anweisungen, also bei den CTs. Ja. Außerdem haben wir jetzt Beschränkung auf Level 14. Also ihr müsst innerhalb des ersten Monats, wenn ihr im Club sind, auf Level 14 kommen. Und ihr solltet in den ersten 1 bis 2 Monaten das Club-Outfit sowie entweder Friesen oder Andalusia haben, damit ihr auch aktiv bei den CTs mitwirken könnt mit dem Clubpferd. Ja. Genau, das waren jetzt so die allerwichtigsten News. Also die Everwind Lions haben nicht mehr ich. Die hat jetzt wer komplett anderes wahrscheinlich, denke ich mal. Ich hoffe, das ist jetzt nicht so eine, die den Club Everwind Lions faken möchte. Wobei, jetzt kann ich eh nichts mehr machen, weil der Club eh nicht mehr mir gehört. Aber falls ihr jemanden seht, der behauptet, hey, die Everwind Lions gehören mir, Luciane ist in dem Club. Nein, ich bin nicht in dem Club, der Clubname gehört. Du kannst jetzt irgendwie das zum Ausschalten dann nochmal, hä? Halt, stopp. What you say?